So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu diesem wunderprächtigen, feinen, kleinen Yu-Gi-Oh! Master Duel Unboxing-Video heute. Ja, wie ihr seht, obwohl das ein Unboxing-Video ist, bin ich heute nicht ganz so rich unterwegs wie sonst. Ich habe weniger Geld, weniger Gems als sonst. Ich habe nur 6.904 Gems, anstatt den üblichen 10.000, wenn ich ein Unboxing-Video aufnehme und so weiter und so fort. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir heute auch nicht ganz so viel unboxen werden wie sonst. Der Hauptgrund, aus dem ich dieses Video jetzt schon aufnehme und nicht aufnehme, wenn ich schon oder wenn ich noch ein paar mehr Gems habe oder whatever, ist ganz einfach, dass ich, glaube ich, ein paar Packs oder ein paar Free Packs, Free Pulls, was auch immer, die ich noch habe, die gibt es aktuell noch, die gibt es aber in ein paar Tagen nicht mehr. Das heißt, bevor jetzt hier irgendwelche Sachen expiren, also bevor ich die quasi entweder gar nicht aufmache, weil ich es vergesse, oder bevor ich sie jetzt quasi off-camera aufmache und ihr das nicht mitbekommt, dachte ich mir, ich nehme das Video einfach jetzt schon auf, wir machen ein bisschen weniger auf. Ich hätte jetzt eh aktuell nichts, was ich akut unbedingt sofort aufmachen müsste, sag ich mal. Deswegen dachte ich mir, ich nehme es einfach jetzt schon auf und dann passt das, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir jetzt aber reinstarten hier in das Unboxing, werde ich euch einmal kurz Folgendes announcen und ankündigen und sagen. Nämlich, solltet auch ihr interessiert daran sein und Interesse daran haben, ein bisschen was an Free Stuff zu kriegen. Und ihr seid gerade entweder neu in Master Duel oder ihr habt es gerade seit längerem mal wieder neu installiert oder was auch immer, oder mal wieder neu gestartet. Was heißt neu gestartet? Also mal wieder überhaupt gestartet, sag ich mal. Denn mittlerweile habe ich ein paar Leute, die diesen Code auch schon mal eingegeben haben. Deswegen weiß ich jetzt, wie das Ganze hier funktioniert, zumindest so grob. Wenn ihr auf Freunde geht, hier oben rechts, also da oben, und manchmal hat man das hier auch als Login-Kampagnen-Ding hier unten da links, aber da ist es, glaube ich, aktuell nicht. Aber wenn ihr hier auf Freunde geht, habt ihr hier so einen grünen Knopf: Rookie and Returner Mutual Follower Campaign. Da geht ihr einfach mal drauf. Und ich muss auf Check Campaign Code gehen, ihr geht einfach auf Enter Campaign Code. Wenn ich jetzt drauf gehe, wird bei mir stehen, du darfst nichts eingeben, weil du bist kein neuer Spieler. Das darf man nur als neuer Spieler machen. Wie ihr seht, Code not Enter. Bei euch wird dann da potenziell stehen, dass ihr es eingeben könnt. Wenn da steht, dass ihr einen Code eingeben könnt, geht ihr einfach hin und gebt einmal meinen Code ein. Und zwar ist das 11B9537F. Den Code einfach einmal eingeben. Wir sehen, ein paar Leute haben es auch schon gemacht. Diesen Code eingeben und dann auch noch wichtig, ihr müsst mir folgen. Also, das hat auch keine weitere Bewandtnis in diesem Spiel, außer dass dann hier steht, wie, dass ich mehr Follower habe und ich mehr Leuten follow oder was auch immer. Keine Ahnung, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wofür dieses Follow-System auch gut ist, außer dass man, glaube ich, in Custom-Duellräumen zusammen duellieren kann, was auch immer, und sich dann da finden kann. Meine ID ist 364-450-687, also dieser ID folgen und den Code eingeben. Tatsächlich weiß ich mittlerweile, dass das Spiel einem automatisch zurückfolgt. Also, wenn ihr mir folgt und meinen Code eingegeben habt, dann folge ich euch automatisch direkt zurück. Ich muss das nicht mal selber machen. Das Spiel folgt komplett automatisch euch zurück. Und der Sinn der Sache ist dann, das wollte ich euch auch mal anmerken: Der Sinn der Sache ist, wenn ihr mir folgt, ich euch folge, wie gesagt, das passiert automatisch, und ihr den Code eingibt, dann bekommt ihr dieses Structure Deck hier komplett for free. Also, all diese Karten hier kriegt ihr ganz einfach vom Spiel quasi geschenkt. Das Structure Deck ist jetzt kein aktuelles Top-Meta-Deck, es ist ein, aber es ist trotzdem ein gutes Deck. Das ist ein Sword Soul Structure Deck und die Sword Soul Karten waren relativ lange Meta und waren dann auch relativ lange so Rogue-Meta-Contender und sind immer noch irgendwo Rogue-Meta. Also man kann dieses Deck durchaus immer noch spielen, es ist ziemlich stark. Viele SR-Karten, viele UR-Karten dabei, es lohnt sich also wirklich, diesen Code einzugeben. Und außerdem bekommt ihr, glaubt, ich weiß nicht, ob ihr diese Karten bekommt. Also ich habe auch diese ganzen Karten hier noch bekommen. Ich wünsche mir sehr, dass auch ihr diese Karten kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch kriegt. Da bin ich schon nicht ganz dahinter gestiegen. Ich hatte einen der Personen, die den Code geändert hatte, mir das in den Kommentaren geschrieben hatte, hatte ich gefragt, und die hatte gesagt, ja, ich habe das Deck bis jetzt nur gekriegt und wenn ich Bronze 4 erreiche, kriege ich, glaube ich, noch irgendwelche anderen Karten, hat er gesagt gehabt. Und zwar, wo ist das hier? Ich kriege jetzt hier nur Gems, anscheinend bekommt man dann noch irgendwelche anderen Karten. Also ihr scheint andere Rewards zu kriegen als ich. Ich hoffe, ihr bekommt entweder mindestens gleich viele wie ich oder auch mehr vielleicht, das weiß ich nicht genau, weil ich brauche diese Karten nicht. Ja? Also ich habe genug Karten zum Spiel. Ich mache das hauptsächlich für euch, dass ihr hier ein paar Karten für free kriegt, dass ich an meine Community zurückgeben kann quasi. Aber dieses Deck hier bekommt ihr auf jeden Fall. Und ich glaube, ihr bekommt auch noch ein paar von diesen Karten. Welche genau, weiß ich nicht. Das könnt ihr mir lieben gerne in die Kommentare reinknallen. Übrigens, wenn ihr dieses Video guckt, in 10.000 Jahrzehnten, kann es sein, dass sich das geändert hat, dass ihr quasi diesen Code zwar noch entern könnt, aber vielleicht ein anderes Deck bekommt oder sowas. Es kann gut sein, dass sich das in Zukunft verändert. Das weiß ich nicht, was Konami da wie macht, wie das gehandhabt wird. Aber gut, ich würde sagen, jetzt legen wir direkt los, nachdem ich euch hier kurz ein bisschen was zurückgeben konnte. Hoffentlich dem einen oder anderen von euch zumindest. Und ja, ich werde uns vielleicht auch bald ein Deck zu dem Deck, zu spezifisch diesem Deck mal aufnehmen, weil warum nicht? Bietet sich ja irgendwo an, ne? Dass ich, wenn ich euch ein Deck geben kann, euch dann auch direkt ein Deckguide dazu geben kann, wie ihr das am besten optimal spielen könnt oder möglichst optimal. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Unboxing. Und zwar haben wir, wenn ich mal auf Your Tickets hier gehe, wir haben nämlich hier noch ein paar, wir sehen alle möglichen Tickets. Duelist Cup Tickets habe ich gerade keine, davon habe ich auch keine mehr, die haben wir, glaube ich, schon im letzten Unboxing genutzt. Dann haben wir ein Blazing Arena Ticket, glaube ich, und ein Blazing Arena Non-SR Ticket, keine Ahnung, und Legacy Pack Tickets, oder? Das ist, glaube ich, dieses Pack hier. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Mit so einem Blazing Arena Pack. Select Tickets. Aber man kann auch selber welche aufmachen. Was sind die überhaupt drin in diesem Pack? Das würde mich mal kurz interessieren. Okay, keine Ahnung. Die Karten sagen mir spontan gerade alle nichts. Da ist jetzt keine Karte dabei von. Achso, Volcanic Shell, okay. Ah, das sind jetzt Volcanic-Karten drin, oder was?
Gegen die habe ich ein paar Mal im Ranked auch vor kurzem gespielt tatsächlich, weil irgendwie einige Leute dieses Deck runnen, dieses Volcanic Deck, aus irgendwelchen Gründen. Das ist aktuell voll im Trend. I guess wegen diesen Packs vielleicht, keine Ahnung. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir selecten mal ein Ticket. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem nicht krassen SR-Ticket. Oder mit dem nicht krassen Nicht-SR-Ticket, so rum. Und schauen mal, ob wir damit schon Glück haben. So, mal schauen. Mal schauen, was wir jetzt hier Schönes kriegen. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Tickets her habe, mal so nebenbei. Wahrscheinlich gar nichts. Oh, ganz viel Battle in Boxer-Karten. Okay, auch nicht schlecht. Wo ich diese Tickets her habe, diese beiden, weiß ich gar nicht mehr genau. Die habe ich irgendwo gekriegt in irgendeinem Event-Duell oder so, keine Ahnung. Frag mich nicht. Oder in der Login-Campaign aktuell. Das kann auch sein, dass man in der Daily aktuell gibt es so eine Daily-Login-Campaign, dass man da teilweise Gems und irgendwelche Tickets kriegt. Kann auch sein, dass die daher habe, ich weiß es gar nicht genau. Aber gut, wir machen mal diese beiden wunderprächtigen Packs auf, würde ich sagen, und schauen mal, was wir hier schön spulen können. Angeblich haben wir hier eine garantierte SR drin. Und da ist sie auch schon. Volcanic Shell ist tatsächlich eine gute SR. Weil ich weiß, dass das Volcanic Deck ganz, ganz spaßig ist vor allem. Also ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist. Ich weiß aber, dass es ganz spaßig zu spielen ist. Also glaube ich zumindest, soweit ich es in Erinnerung habe. Deswegen, I do not mind, so ein Volcanic Shell jetzt hier zu kriegen. Freut mich, tatsächlich, so ein bisschen. Es ist jetzt keine Karte, wo ich sagen muss, so yo, oder sagen wir so, yo, das ist super krass, super, dass ich die Karte gekriegt habe. Die brauchte ich in meinem Leben. Aber ja, so, und das sind die beiden Sachen, die wir jetzt gleich aufmachen werden. Magicians of Bond and Unity und Dragons of Pride and Soul. Diese beiden Sachen, das sind wieder hier so Special-Event-Sachen, limited to one per Player. Die werden wir gleich aufmachen. Ich gucke kurz in den Pack, haben wir irgendwas Neues, Interessantes? Irgendwelche Free-Pulls in den Secret-Packs hier vielleicht? Nee, okay. Und Bonus-Pack, da haben wir auch nichts, glaube ich. Das ist Duelist Cup Rewards, habe ich, glaube ich, schon alle gepullt. Hä? Wieso steht hier ein Pack, ein Ticket? Ich wollte gerade sagen, ich habe gar kein Ticket mehr. Ich habe gar kein Ticket mehr, hör mal. So, okay, Structure Decks. Soweit so gut. Wir schauen mal unter Accessoires, ob es hier irgendwas Time-Limited-mäßiges gibt, bevor wir es hier weitermachen. Da ich mir immer die Time-Limited-Sachen immer alle gerne einverleibe und hole. Irgendwelche Icons, irgendwas. Oh, ja, nö. 3 Tage left, aber das habe ich schon gekauft. Sehr gut, okay. Irgendwas vielleicht. 3 Tage left habe ich auch schon geholt. Okay. Hier irgendwas Time-Limited-mäßiges. Ne, okay, sehr gut. Und hier irgendwas Time-Limited-mäßig. Nö. Also auch schon gekauft, okay. Hier irgendwas. Ne. Hier irgendwas. Das ist einfach. Was sind wir hier? Achso, das sind Special Sachen. Jetzt wollte ich gerade schon sagen hier irgendwie. Also, wieso kommen jetzt plötzlich Packs? Hab mich gerade ein bisschen gewundert. Und ansonsten haben wir alles. Okay, dann würde ich sagen, die beiden Sachen machen wir heute auf jeden Fall drauf. Und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Ob ich noch mehr aufmache oder nicht mehr aufmache. Aber die beiden Sachen machen wir auf jeden Fall auf. Wir bekommen was bekommen wir denn hier Schönes überhaupt? Ein Icon, ein Sleeve, ein Background und 10 Packs. Und eine SR garantiert. Also wie immer. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir diesen Bums hier aufmachen. Und wir hoffen einfach mal auf ein paar gute, schöne und nice Karten. Wie immer, ein UR-Pack und 3 SR-Packs. Klingt ganz passabel, würde ich sagen. Wir fangen direkt an mit einem SR-Pack anscheinend. Womit ihr übrigens auch nicht gerne anfangen könnt, ist es oder wäre es, mir ein Abo dazulassen, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Das würde mich nämlich sehr freuen, mich auch zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen, mich zu unterstützen. Ansonsten lieben gerne natürlich auch Kommentare lassen an den Necros-Karte. Okay, interessant. Das Artwork sieht irgendwie dieses Artwork mit Necros hat irgendwie gerade in meinem Kopf geclasht. Ich weiß nicht warum. Mein Kopf so, hä? Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber ich glaube, die Necros-Karten sehen sogar alle so in die Richtung aus, oder? Der Name Necros, da habe ich so im Kopf so irgendwie so übelst krassen, weiß ich nicht, Fiend, whatever, Monster, so irgendwelche krassen Unterwäldler-Kreaturen. Und dann ist da irgendwie so eine Frau. So eine Frau mit Feenflügeln oder so aus dem Atmung. Und so, hä? Das hat irgendwie gerade nicht gepasst in meinem Kopf, so optisch. Aber okay, keine Ahnung. Nichts in diesem Pack übrigens, leider. Schauen wir weiter. Es kann sogar eh sein, dass die Necros-Karten oder so aussehen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das herkommt. Wegen Exodia Necros. Es gibt nämlich eine Exodia-Karte, die heißt Exodia Necros. Und das, logischerweise, ist ein Exodia-Monster. Da ist so ein dickes, fettes Exodia-Viech drauf. G-Golem Pebble Dog. Was soll das für eine Karte? Okay. Eine sehr interessante Karte. Ifs Karte, Normal Special Summon, bla bla bla. Okay, ich werde jetzt natürlich lesen, was die Karte macht. Aber die sieht witzig aus. Und ja. Moving on. Moving quite swiftly along. Noch eine weitere SR. Sehr schön. I do not mind seeing that. Salomon Great Falco und dann haben wir hier Kaiser Sea Snake, okay. Odd Eyes Raging Dragon, alles klar. Odd Eyes ist auch kein Deck, das ich jetzt aktuell aktiv spiele oder so, deswegen keine Ahnung. Ich wäre überrascht. Ich habe diesmal gar keine Predictions gemacht, was ich pullen will, ne? Aktuell habe ich auch eigentlich nichts, was ich wirklich pullen will, außer vielleicht den Zuship-Karten, davon könnte ich glaube ich noch ein paar vertragen. Aber ja, ich wäre überrascht, wenn ich heute irgendwelche Karten pullen würde, die ich wirklich gebrauchen kann. Bin ich ganz offen ehrlich mit euch. Magician's Defense, okay. Interesting. Das sieht aus wie so eine Black Magician Karte oder Dark Magician Karte. I guess.
Spellcaster, I guess es ist sort of Dark Magician Support, ja. Spellcaster Type Monster, also. Aber es ist so more generic Dark Magician Support. Man kann es halt auch mit anderen Spellcastern spielen. Dann wiederum, wie viele andere gute Spellcaster gibt es inzwischen? Okay, es gibt schon eine Menge gute Spellcaster in Yu-Gi-Oh! Seien wir ganz ehrlich. Lantern Shark, okay. Ich meine, Linkoribo ist theoretisch so eine Karte, die man spielen kann in manchen Decks. Tatsächlich, das Ding ist, ich sage immer wieder mal, Linkoribo ist eine gute Karte, weil man die in vielen Decks spielen kann. Aber ich selber spiele, glaube ich, kein einziges Deck, in dem man Linkoribo wirklich, wirklich reliably und oft spielt. Ja. Und das Ding ist aber auch, Linkoribo habe ich halt auch schon. Deswegen ist auch das leider kein nützlicher Pull für mich. Watt Fox. Warrock Dignity, okay. Also in diesem Pack sind ja einige Sachen drin. Fright for Cruel Whale, okay. Sieht auch irgendwo. Sieht ein bisschen creepy, aber auch irgendwo ein bisschen knuffig aus, weiß nicht. Hat ein bisschen was creepy, creepy-mäßiges und ein bisschen was knuffig-mäßiges auch, weiß nicht, die Karte. So ein interessanter Mix vom Artworker. Bin ja echt am Überlegen. I guess ich könnte noch eine Copy von, ich glaube, ich habe zwei Maxis und zwei Ash Blossoms. Das heißt, I guess ich route jetzt hier dafür, eine Copy von Ash oder Maxi oder beides zu kriegen. Das ist jetzt hier so mein Plan. Mal gucken, ob ich es kriegen werde. Oder generell. Irgendeine Staple-Card, die man in vielen Decks nutzen kann. Das ist mein Ziel. Also sowas wie Crossout Designator kann man in vielen Decks nutzen. Triple Tactics Talent habe ich, glaube ich, noch gar keine Kopie von. So, das ist mein Call, das ist, was ich pullen möchte. So. Mal gucken, ob es klappt. Also, für die von euch, die gerade neu sind auf meinem Kanal, sich gerade fragen, warum sagt er das? Gefühlt in fast jedem meiner Boxen-Videos sage ich irgendwas komplett Outrageous-mäßiges, wie das zum Beispiel, ja? Und dann Pullis. Warum auch immer. Ich dachte schon, dass das wäre eine der so eben genannten Karten, das wäre auch wieder so typisch gewesen. Das passiert mir so oft und ich weiß nicht warum. Ich bin und bleibe dabei. Irgendeiner bei Konami, der wiretappt hier mein Mikrofon, mit dem ich gerade aufnehme, und der weiß einfach Bescheid, was ich haben möchte, und der gibt mir das dann halt einfach. Keine Ahnung. Es ist so random, wie oft ich schon die Sachen gepult habe, die ich wirklich haben möchte. In halt auch wirklich in Masterpacks, wie diesen Packs ist halt, wo du einfach irgendwas kriegen kannst. Es ist truly absurd, das ist halt wirklich absurd. So, Dragon of Pride and Soul, Dragon of Pride and Soul, Dragon of Pride and Soul. Sieht nicht schlecht aus, die Karte. Muss man der Karte lassen. Die sieht schon ganz nice aus. Das Artwork hat schon was. Aber wir dürfen hier noch ein weiteres Artwork einsacken. Und zwar das hier, glaube ich, genau. Magicians of Bond and Unity. Accessory Bundle. Auch hier wieder ein Hintergrund. Ja gut, den werden wir gleich näher betrachten können, I guess, wenn wir den eingesackt haben. At least eine SR garantiert. Und ich bleibe dabei. Maxi, Ash Blossom, Imperm brauche ich, glaube ich, nicht. Also Maxi, Ash Blossom, Crossout Designator, keine Ahnung, Triple Tactics Talent, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, also das, was ich sehen möchte. Mal gucken, ob wir irgendwas in die Richtung kriegen. Kein UR-Pack, okay, was für eine SR brauche ich denn noch? Ich muss mir überlegen, was für SRs ich noch so. Es gibt aber auch so Staple SRs, die man in vielen Legs spielen kann. Also auch in dem Fall sollte ich kein UR kriegen, irgendwie sowas, Konami, okay? Dann nehmen wir irgendwie sowas, damit gebe ich mich auch zufrieden. Damit geben wir uns doch auch zufrieden. Noch eine Necros-Karte, okay, krass. Ja doch, okay. Also die Necros-Karten sind nicht die krassen Unterweltler-Monster, die ich jetzt im Kopf hatte. Das ist glaube ich, nur die Exodia-Necros-Karte, die so krass aussieht, wo so ein dicker, fetter, riesen Exodia-Über-Unterweltler drauf ist quasi. Performer-Pal Duelist Extraordinaire. Okay. Die Karte sieht auch ganz cool aus. Wobei, I guess, das Monster, das im Fokus steht, ist ein bisschen sehr klein darauf abgebildet, aber trotzdem sieht ganz cool aus, die Karte. Schauen wir mal weiter. Oh, Hallöchen. Noch ein SR. In einem Pack, in dem eigentlich kein drin sein sollte. Also offiziell. Arm Dragon Thunder, okay. Also wir ziehen aber auch insgesamt aktuell sehr, sehr viele Ritualkarten heute. Also krass, okay. Okay, also angenommen, ich kriege nicht die Karten, die ich haben möchte. Da wir so viele Ritualkarten ziehen. Ich wäre auch down für einen Hungry Burger. Ja? Also einen Hungry Burger als Ritualkarte würde ich auch mitnehmen. Aber nur vor den Memes, ja? Auch den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob das ein SAS, eine Normalkarte, ein Rare. Ich habe keine Ahnung. Der Hungry Burger, da habe ich gar keine Ahnung von. Aber auch den würde ich mitnehmen, ja. Hätte ich Spaß dran, einfach nur, weil es eine reine Meme-Karte ist. Und auch bei lustigen Meme-Karten bin ich natürlich dabei. Bin ich für zu haben. Schauen wir weiter. Irgendwie ist in jedem Pack gerade was krass drin, kann es sein. Oder eine SR zumindest, auf jeden Fall in jedem Pack hier. Sehr krass. Nochmal Necros of Clausulas. Von den so und so viel 1000 Karten im Spiel habe ich jetzt innerhalb dieser 10 Packs zweimal dieselbe Karte gezogen. Auch irgendwie krass. Starry Knight Balefire, okay. Und Speedroid Terrortop, okay, eine Speedroid-Karte, auch nicht schlecht. Also Speedroid spiele ich halt selber auch nicht, aber ich weiß, dass sie zumindest eine Zeit lang mal ganz gut waren, beziehungsweise in dem Synchro-Cup-Format, in dem man halt... Was ist das? In jedem Deck ist... Ich werde aber so geteased mit so, du kriegst nur so 3-4 SRs. In allen Packs sind insgesamt so 3 oder 4 SRs drin, keine URs, jetzt ist einfach in jedem Pack ist eine SR drin. Okay, Konami, alles klar? I mean, I'm not complaining, ja? Also, ich beschwere mich jetzt hier nicht, aber... Sure, my guy, also... Oha, ja gut, nehmen wir. Also Into the Void, nehmen wir auf jeden Fall.
Das ist eine gute Karte, die kann ich tatsächlich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich davon schon drei Copies habe oder nicht. Aber das ist tatsächlich eine Karte, die ich gebrauchen kann. Die kann man in manchen Decks sehr, sehr gut gebrauchen. Deswegen, da haben wir schon mal mindestens einen guten Hit. Ob ich schon drei davon habe, weiß ich allerdings nicht genau. Das heißt, eventuell ist das Maxi. Vielleicht ist es einfach nur Crafting-Fodder, sag ich mal. Dark Paladin ist auch eine sehr, sehr coole Karte. Auch wenn sie nicht sehr stark ist, aber cooles Artwork, keine Ahnung, coole Oldschool-Retro-Karte. Albers the Ashen. Das ist eventuell sogar auch eine Karte, die ich gebrauchen kann. Für, oder? Ich weiß nicht genau, ob man die aktuell im Fallen of Albers Deck spielt. Beziehungsweise in einer der Albers, was auch immer, Variationen, ob man die darin spielt. Aber falls ja, ist das definitiv eine Karte, die ich gebrauchen kann. Um mein Albers Deck da mal wieder zu upgraden. Weil ich habe mein Deck bis da schon länger nicht mehr überarbeitet von dem Deck. Hä, noch eine SR? In jedem Pack ist eine SR drin? Was? Hä? Hä? Okay. I mean, I'm gonna take it. Hier ist halt auch noch eine SR drin. Vielleicht sogar mehr als eine, keine Ahnung. Wie absurd ist das bitte gerade? Okay, eine auf jeden Fall schon mal. Wenn es hier mehr als einen drin ist, ich schwör's euch, was ist das? Was ist hier los? Was ist hier los, ey? Ne, nur eine, okay. Nur eine, nachdem ich in eigentlich jedem Pack irgendwie eine SR drin hatte. Also keine URs anscheinend, aber die SRs, die werden wir dann gleich mal zählen, würde ich sagen, weil das ist schon ziemlich, ziemlich absurd. Wie viele SRs? Okay, hier scheint kein drin zu sein. Okay, hier ist ausnahmsweise hier mal keine SR drin, okay. Und das letzte Pack. Komm noch one more SR for the road, ja? Eine SR noch hier zum Abschluss. Okay. Sure. I guess. Apparently kriegen wir noch eine, okay? Das war jetzt eigentlich eher so ein Joke, aber okay. Und ein Twin-Headed Thunder Dragon haben wir auch noch eingesagt. Ghost Trick Mary, okay. Sieht auch witzig aus, die Karte. Ein Twin-Headed Thunder Dragon, eine weitere Oldschool-Retro-Karte. Die sehr, sehr stark ist in vielen, vielen alten alternativen Yu-Gi-Oh!-Spielen, wie Duelist of Roses und Forbidden Memories zum Beispiel. Da ist das eine der stärksten Karten im Spiel, pretty much, weil man die halt fusen kann mit allen möglichen Monstern. So, jetzt gucken wir uns einmal kurz den lustigen Hauptmenü-Bildschirm-Hintergrund, was auch immer an. Sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Aber was mich viel mehr interessiert als das, ist gerade, wie viele Karten ich jetzt hier gepult habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind halt wirklich 10 SR-Karten. Ich habe 10 Packs geöffnet und 10 SRs gekriegt. Was ist denn das? Da ist ja wirklich eine SR pro Pack drin gewesen. Was ist das denn? Das ist ja insane. Das ist ja absolut, absolut insane. What? Das habe ich, glaube ich, habe ich das schon mal gehabt? Ich habe schon wirklich insane Stuff gepult. Ich habe halt auch schon irgendwie, schon mal, glaube ich, 5 bis 10 URs aus 10 Packs gepult. Aber das ist schon ziemlich krass. Was mich jetzt noch interessieren würde, übrigens zu dieser Deckliste, ja, habe ich ein Deck halt aufgenommen, so also nebenbei, falls euch diese Deckliste also interessieren sollte, da oben. Lieben gerne auf das i klicken, sollte es gerade eingeblendet werden, sollte ich dann denken, das rein zu bearbeiten. Ansonsten einfach mal nach meiner Trains-Züge, was auch immer, Deckliste suchen, beziehungsweise nach meinem Deckguide dazu. Der sollte schon online sein, wenn dieses Video online geht. Dieses Deck hier ist sehr cool, aber ich gehe jetzt gerade nur auf dieses Deck, um einmal Into the Void einzugeben, um zu gucken, ob ich jetzt hier... Tatsächlich, ich hatte erst 2 Copies. Nice, jetzt habe ich 3 Copies von der Karte. Sehr, sehr, sehr nice. Das ist also tatsächlich... Tatsächlich haben wir heute also doch, obwohl wir 20 Masterpacks nur aufgemacht haben, wo halt... nicht garantiert ist, dass man irgendwas pullt, was einem in irgendeiner Form weiterbringt, habe ich trotzdem heute hier den Value-Pull gehabt, habe mindestens eine Karte gezogen, die mich tatsächlich quasi weiterbringt, also abgesehen von den ganzen URs und SRs natürlich, die ich zu Crafting-Punkten halt auch konvertieren kann. Jede UR und jede SR ist natürlich nützlich für Crafting-Punkte, um halt einfach zu craften, was man haben will. Aber wir haben tatsächlich eine Karte gepullt, die mich aktiv quasi weiterbringt, die ich nicht zerstören muss oder sowas. Und die Karten waren ja quasi eigentlich nur Bonus in Anführungszeichen. Weil, worum es mir natürlich jetzt hier ging, ja, ist natürlich hier der ganze Limited-Time-Bums, weil ich habe halt fast alle, also ich habe nicht alle Limited-Sachen, für die von euch jetzt kommen. Oh, du hast ja eh alles. Nein, habe ich nicht. Zum Beispiel den Hungry Burger Mate, den habe ich leider nicht. Das ist einer der Mates, das ärgert mich auch, weil das einer der Mates ist, den ich sehr gerne gehabt hätte, weil er halt, das ist halt so ein mimiger Mate, ja, also den habe ich zum Beispiel nicht. Und auch aus manchen Events habe ich halt, keine Ahnung, irgendwie den Card-Sleeve oder was auch immer, den man da kriegen konnte, oder den Titel, oder, also Titel habe ich definitiv nicht alle, die Titel sind mir auch relativ wurscht. Aber manche Sachen habe ich nicht, aber ich habe fast alle von diesen Limited-Time-Sachen halt. Und logischerweise, wenn ich dafür sorgen kann, ein weiteres Limited-Time-Item zu kriegen, dann werde ich es mir natürlich holen. Dementsprechend habe ich natürlich gerade diese 20 Packs gerade aufgemacht und wir haben den ganzen Bums jetzt gerade gekriegt. Die Packs waren für mich quasi nur Bonus, sag ich mal. Also, ich weiß nicht, ob ich die 1000 Gems gezahlt hätte, wenn es wirklich nur der Hintergrund und irgendwie das publige Icon oder was gewesen wäre. Aber wie ich mich kenne, wahrscheinlich doch. Aber hätte ich wahrscheinlich auch allein dafür die 1000 Gems gezahlt, weil ich habe genug Karten, ich habe genug Gems, keine Ahnung. Warum nicht? Ich habe eh fast alle Limited Time, Limited whatever Sachen. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht, auch wenn ich die Karten nicht gekriegt hätte, sag ich mal. Aber da es dazu natürlich auch Karten gab, oder auch Karten gibt und hoffentlich auch weiterhin auch immer dazu Karten gibt, weil ansonsten, weiß ich nicht, ansonsten würde ich es dann vielleicht doch nicht machen, einfach nur, weil wenn Konami jetzt hingehen würde und denselben Kram anbieten würde ohne die Karten, dann würde ich dann halt auch so sagen, so, jo, Freunde, da gab es aber Karten dazu, ne, also, dann kriegt ich halt meine Gems nicht, weil
Protest. Aus Protest würde ich es dann jetzt nicht machen. Aber ihr versteht, was ich meine. Anyways. Was ich damit sagen möchte ist, es gab Karten dazu und die haben wir uns heute zusammen angesehen, zusammen unboxed. Das ist, was ich heute aufnehmen wollte. Und dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Wobei, ja, ich wäre schon geneigt, vielleicht doch irgendwas aufzumachen, aber ich weiß nicht, ich habe halt aktuell auch nur 5000 Gems. Das ist in der Regel immer so das Limit, das ich mir versuche aufzubewahren für Emergency-mäßig, falls irgendein neues, krasses Meta-Deck jetzt irgendwie morgen droppt oder so, dass ich genug Gems habe, um mir einfach eine ganze Menge Packs zu holen. Und das Deck dann vielleicht zusammen zu basteln, dazu ein Video aufzunehmen zum Beispiel. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, wir werden es hier callen an der Stelle. Ja, ich glaube, wir callen es hier an der Stelle. Das passt schon. Dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Ich hatte immer sehr großen Spaß daran, dieses Video aufzunehmen. Wir haben sogar eine ziemlich nice Karte gepullt. Leider nur eine. Ich meine, aber eine ist halt besser als gar keine. Weil in den Masterpacks kriegst du halt jeden Ramsch. Du kriegst halt, ne, du kannst halt jede Karte pullen. Also wirklich jede, also nicht ganz jede. Ich glaube, manche Karten kann man wirklich nur craften. Aber da gibt es so eine ganz kleine Liste an Karten, die man nur craften kann. Ansonsten kann man halt jeden Ramsch aus diesem Pack pullen und in der Regel pullt man halt auch wirklich nur jeden Ramsch und nicht das, was man braucht. Deswegen bin ich sehr happy damit, eine Karte gepullt zu haben, die ich gebrauchen kann, also die ich aktiv gebrauchen kann. Und dann würde ich sagen, wäre es aber soweit erstmal für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.